Grüß euch alle miteinander. Ich melde mich heute wieder mit einem kurzen Review bzw. mit einem ersten Eindruck zum Trek Powerfly LT8. Das LT8 unterscheidet sich vom FS8 durch den Federweg. Das hat 150 und das FS hat 130. War jetzt so die ersten Kilometer so am Haustrailer ein bisschen unterwegs und der erste Eindruck, der schon am Papier irgendwie rübergekommen ist, ist, dass das Radl echt irgendwie so das Gefühl von einem perfekten Allrounder vermittelt. Reifen sind da 2.8 verbaut. Über einen Grip von diesen von Trek selber gebauten Reifen, ja, kann ich noch wenig sagen. Rollwiderstand ist gar nicht schlecht. Was aber sofort aufgefallen ist, wie ich das Bike gestern abgeholt habe und noch ein bisschen näher angeschaut habe, ist die Verarbeitung von dem Bike. Die ist nämlich wirklich richtig klasse. Einmal da her schaut die Verbindungen vom Dämpfersystem. Boah, das macht echt schon einen extrem wertigen Eindruck. Der RockShox, der Monarch, der da verbaut ist. Ich meine, das Radl selber jetzt, wenn man so das Radl sieht, ist jetzt optisch kein Burner, aber ich finde, das hat echt eine zeitlose, schöne, elegante Linie. Einziger wirklicher Kritikpunkt vielleicht bei dem Preis um 5.099 Euro sind die Bremsen. Verbaut sind da nämlich nur die Ohrebremsen. Könnte man so um die 80 Euro, weil das ist bei den Ohren schon möglich, mit Eistick-Bremsscheiben und Belege ausrüsten. Hat dann wirklich schon eine bessere Performance. Aber ich würde sagen, da bietet sich bei dem Radl die Magura MT Trail, die Carbonbremsen, vorne 4 Kolben, hinten 2 Kolben an. Vor allem auch das optische Design von der Bremsen mit Silber und dem Blau passt auch zu dem Radl so richtig wie die Faust aufs Auge. Im Gegensatz jetzt zum gestern gefahrenen Kräfti ist halt echt so, ich meine, das Radl lässt sich sicher toll im Trail fahren, aber es ist schon mehr so in Richtung Komfort. Also ich denke mal, dass das einen großen Anteil der Biker schon auch interessiert. Genaueres werde ich dann am Samstag wissen, weil am Samstag fahre ich den Urbani Trail mit dem Bike. Auf das ich mich echt schon frei. Ja, also ich finde das Radl, es ist ja so, sagen wir mal, gehört so zu meinen Highlights-Radeln 2017 irgendwie dazu. Was ich ja unbedingt jetzt dann noch testen will oder fahren werde und dann auch noch kriege. Das ist schon versprochen, kriege ein Montera, also ein Cannondale, das Montera 1. Mit dem werde ich es einmal so in etwa ein bisschen vergleichen, weil das Kräfti von gestern ist schon an abwärts orientierte Menschen gerichtet. Und das halt so mehr Allround Trail, trotz des 150 Federweg. Aber ich glaube, das ist gar kein schlechtes Radl. Also, ihr kennt das auch beim Mountainbiker in Klagenfurt, der uns das Radl da freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, auch gerne besichtigen. Und das ist auch das Testbike. Ihr könnt dort eine Probe fahren. Ich würde sagen, also das Radl ist so vom Komfort her und also ich finde das Radl nicht schlecht. Schaut es euch dort einmal an. Bis bald, melden wir wieder. Ingo, ciao.